Ich glaube, oder bin ich hier richtig? Ich laufe nochmal den Strand ab, einfach mal, um das hier alles nochmal zu checken. Hier gibt's doch echt so. Ich weiß, man kann ja auch irgendwie eine Karte aufrufen. Ich hab's mal wieder total verpasst. Obwohl hier, doch, hier ist mein Zeug. Ich bin richtig. Und ich werde dann auch gleich mal, sobald ich mein Zeug alles verstaut habe, werde ich auch gleich mal die Taschenlampe ausprobieren. Aber ich glaube, die hat bestimmt nicht ewig Strom. Also das ist auch bestimmt lieber ein Lagerfeuer oder sowas machen. So, hier. Jetzt werfen wir erstmal alles hin. Was ich nicht alles so in meinem Rucksack habe. So ein Campfire. Das machen wir jetzt mal. Das stellen wir jetzt mal, mal erstmal hier so ein bisschen abseits hin. Hier so. Dann schnappen wir uns natürlich das Feuerzeug natürlich. Oh ne, das Feuerzeug kommt dann erstmal hier hin. Jetzt kann man hier eine Foundation bauen. A Basic Building Foundation, genau. Kann man die eigentlich auch so ins Wasser platzieren? Ah ja, die kann man ins Wasser platzieren. Wenn man hier einen guten Zugang zum Wasser hätte. So, meine Building Foundation. Problematisch ist gerade nur so ein bisschen, dass ich dafür ganz schön viel Holz brauche. Das heißt, ich kann noch gleich ordentlich Bäume fällen, um die nötigen Sticks zusammen zu bekommen. Baum fällt. Ist natürlich dann auch super spannend für euch. Und auf den Baum gehauen. Und auf den Baum gehauen. So. Jetzt haben wir hier 4 Sticks natürlich bekommen. Sehr schön. Das heißt, wir bekommen 8 Sticks. Bekommen wir so aus einer normalen Palme raus. Na gut, dann geht das eigentlich vom Aufwand her. Ich habe ja bisher erstmal nur mal versucht, erstmal alles einzusammeln. So. Aber ich kann auch bestimmt dann auch wieder so Sachen, also, ne, wie ein Bett bauen. Aber ein Bett ist natürlich jetzt gerade, obwohl ein Bett ist eigentlich nicht schlecht, um diese Nächte zu überwinden, natürlich. Das heißt, ich werde ja auch gleich mal ein Bett mir bauen. Achso, ich sollte natürlich jetzt mal diese Steine hier mal nehmen. Weil mit den Steinen kann ich das Campfire erweitern. Dass es ein bisschen länger brennt und alles. Braucht man halt 6 Steine und dann noch ein paar Laschen. Ich glaube, dann geht das schon. Ich glaube, oder brauchen wir noch ein paar Sticks noch mit dazu? So, schön für Feuerholz gesorgt. Ich hoffe, das brennt jetzt da nicht. So, Fire Pit, genau. Und Fire Spit. Dann kann ich da hinten jetzt nämlich, gleich weitermachen mit meiner Palme. Mir hier ist schon ein bisschen die Palme da hinten wedeln.
dass ich erstmal ein Bett bekomme, dass man diese Nächte hier schneller hinter sich bringt. Außerdem ist es auch, glaube ich, für den Charakter nicht unbedingt das Schlechteste, wenn er auch so ein bisschen Schlaf bekommt. Habe ich gehört, soll ganz gut sein, ein bisschen Schlaf zu bekommen. Soll ich jetzt nicht das Bett hier so draufstellen? Nee. Ich baue das Bett erstmal hier so schön hin und lege mich auch direkt erstmal schlafen. Und hoffe, dass es nicht gerade jetzt hier der Mega-Regenterror losgeht. So, dann können wir nämlich mal zum Beispiel mal unsere Bohnen essen. Ah ne, machen wir nicht. Und zwar werden wir uns jetzt mal den Krebs holen und den Krebs garen. Dafür haben wir hier jetzt unseren Grill gebaut, dass wir hier den Krebsgarn garen können. Ihr habt mir auch gesagt, dass man den auch so normalerweise mit der Hand garen kann. Nur jetzt müssen wir halt nicht daneben stehen, sondern können zum Beispiel mal austesten, dass während der Krebs hier gart, wir mal ein bisschen hier für Materialien sorgen. Aber das Problem ist, ich muss echt aufpassen, weil ich bin ziemlich schnell, ist meine Tasche voll. Also unnützes Zeug kann man auch einfach mal weglegen. Zum Beispiel das Messerchen hier, das brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht. So, das können wir hier auch gleich auf meinem Bauhaufen mit dazulegen, das Läschen. Ich glaube, den Stein, so. Wenn er rot ist, ist er wohl fertig. Ich glaube, du bist jetzt roh. Nee, du warst noch nicht wirklich roh. Habe ich mir direkt eine fiese Krankheit geholt. Wenn so eine Fischvergiftung ist, natürlich echt jetzt was total Tolles. Das empfehle ich jedem. Gut, dafür haben wir noch ein paar Kartoffeln. Und können wieder hier auf die Palme hauen. Ach cool, ich sehe gerade, das geht ja da unten schon los, dass hier der Stamm da so ein bisschen eingeschlagen ist. Das Krasse ist, das Spiel ist im Download so 150 Megabyte groß, also auch jetzt gar nicht mal so der so das mega umfangreiche Spiel. So, wenn man mal bedenkt, dass ein Call of Duty mittlerweile 60 GB groß ist und auch ein GTA 5 bestimmt 50 GB Speicherplatz verbrauchen wird, ist das eigentlich schon verdammt gering. Ah, wisst ihr, was ich mir auch mal bauen werde? So einen Speer, dass wir hier mal so ein paar Fische fangen können und auch gegen Haie kämpfen können. Das stelle ich mir ziemlich lustig vor, mal so ein Hai aufspießen. Ich sollte zwischendurch schon mal speichern. Jetzt zum Beispiel, jetzt speichere ich schon mal. Also wenn ich jetzt dann gleich sterben sollte, ich nicht nochmal komplett von vorne anfangen muss, sondern eben noch auf einen existierenden Spielstand zurückgreifen kann. So. Ich sehe schon, mein Problem wird, dass ich wieder Steine suchen muss. Weil ich aktuell schon wieder keine Steine habe, nur einen einzigen Stein noch. Und den will ich jetzt hier auch noch zerhauen mit dem Hammer. Nee, kann ich glaube ich mit der Axt kann man den zerhauen. Den Rock. Ne. Dann kann man nämlich diese Rock Shards nehmen, so Rock'n'Roll mäßig einfach da reinwerfen und dann kann man dann einen Crude Spear mitbauen. Das machen wir jetzt auch. Haben wir jetzt nämlich unseren ersten Speer. Und können damit zum Beispiel dann jetzt auch mal auf Haijagd gehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier so ein bisschen am Tauchen sind, weil wir einfach mal sagen, hey, ich habe mal Bock auf Tauchen. Ein bisschen die Unterwasserwelt hier erkunden. Das mache ich nämlich noch viel zu wenig, habe ich das Gefühl. Und dann kommt der Hai, dann können wir dem voll eins auf die Nase speeren. Aber nicht vergessen, ich habe natürlich nicht ewig Sauerstoff.
So. Die Kartoffeln, kann man die nicht jetzt auch so da reinhängen? Nee, kann man nicht. Ich glaube, die kann man einfach sofort essen. Frag mich zwar, wo hier eine Kartoffelpflanze herkommt, aber das Spiel wird sich ja schon was dabei gedacht haben. So. Aber egal, ich muss eh weitermachen und hier den nächsten Baum fällen. Ich glaube, ich sollte mir erstmal so ein paar Foundations machen, dass ich mir da erstmal so eine kleine Baugrundlage schaffe. Und ich habe auch noch keinen Schluck getrunken. Das sollte ich auch mal langsam nachholen. Meine Trinkflasche habe ich, glaube ich, weggelegt. Nee, die habe ich dabei. So. Zum Glück die Trinkflasche immer dabei. Ich sehe gerade, ich sehe nur den Schatten von meiner Axt, aber ich sehe nicht den Schatten von meinem Charakter. Ich bin ein unsichtbarer Geist. Ich bin eigentlich schon tot hier. Voll gruselig. Noch genügend Platz eigentlich? Ja. So, ab zurück. Kann man das Feuer eigentlich auch irgendwie löschen oder so? Weil das brennt jetzt hier einfach nur runter. Na gut. Da müssen wir mal gucken, dass wir da das mal irgendwann optimieren. Da kommt schon wieder der nächste Hai an und wieder so ein bisschen rumstressen. Unser nächstes Foundation-Ding hier. Wieso kann ich jetzt hier daneben eigentlich... Ja, wahrscheinlich, weil ich das Ding jetzt hier genau sehr ungünstig gebaut habe. Kann man das dann nochmal zerhacken? Ja, ich sehe gerade, ich habe das hier sehr ungünstig gemacht mit der ersten Foundation. Ich brauche halt wesentlich mehr Platz dafür. Das ist ja echt ein bisschen kompliziert. Das hätte ich mir gar nicht so kompliziert vorgestellt, wie das ist. Kann ich jetzt die andere Foundation da vorne wieder abholzen? Einfach sagen, okay, ich will dich nicht mehr. Aber man konnte die auch irgendwie in die Hand nehmen, oder? Man konnte die doch auch irgendwie nehmen und sagen, du sollst hier nicht mehr sein, ich will dich woanders hinbringen oder so. Irgendwie ging das. Irgendwie war das möglich. Das ist das Problem, wenn man... Ich schaue mir mal ganz kurz meine Tastenbelegung an. Ich bin gleich wieder da, weil ich glaube, man kann die auch wieder nehmen und irgendwo hintragen. Weil ich glaube, weil sonst würde man hier überall dann so loses Zeug rumstehen haben. Das wäre ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Also wir sehen und hören und sehen uns gleich wieder. Ich check mal ganz kurz die Tastensteuerbedienung. Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine. Da bin ich wieder. Also ich konnte das Ding jetzt gerade nur mit meiner Axt so weghauen. Ist die Foundation jetzt verschwunden. Leider auch die ganzen Materialien, die ich dafür zusammengetragen habe. Was natürlich extrem uncool ist, aber was ich gesehen habe, was wir machen können, ist mit ein bisschen Zeug können wir auf jeden Fall auch die Foundation nochmal so ein bisschen weiter ausbauen. Nehmen wir halt so ein bisschen Zeug noch mit dann da so da drauflegen. Genau. Ah, da können wir jetzt einen Roof, also ein Dach oder eine Wall
können wir bauen. Wir haben nämlich hier so eine Wand gebaut. Aha. Aber wo können wir die jetzt platzieren, die Wand? Wir haben eine Wand, aber wo kann ich die jetzt platzieren? Ich würde die gerne auf meiner... Das ist ja uncool irgendwie. Also, dann können wir noch einen Roof machen. Ja klar, das ist ein Dach, aber dann müssen wir ja erst noch andere Sachen, wie eben... wir können jetzt hier einen Support zum Beispiel hinstellen. Noch einen zweiten Support. Dann können wir dann da wahrscheinlich eine Wand ranbauen oder sowas. Das ist ja interessant. Gut, jetzt könnte man einen dritten Support bauen. Das wollen wir jetzt gerade nicht, weil ich will jetzt ja eigentlich mit der Wall jetzt weitermachen. Dass wir hier mal ein bisschen mehr machen, als immer nur Zeug sammeln. Auch mal ein bisschen vorankommen. Und ich glaube, ich bin auch gerade auf dem richtigen Weg. Und zwar, wenn ich jetzt eine Wall baue. Ja, da passt sie rein. Wie geil. Okay, so. Cool. Das bedeutet, ich kann jetzt, ich muss dann hier immer noch diese Supports mit ranbauen. Der Support ist da gerade ein bisschen blöd platziert jetzt. Das ist jetzt egal, den können wir da auch wieder wegnehmen. Das heißt, auf jeden Fall brauche ich dann hier noch wesentlich mehr Materialien. Das bedeutet, ich darf wieder Palmen schlagen gehen. Aus der Palme bekomme ich hier bestimmt mehr als nur einmal Dingsens raus. Also als mehr als nur 8-mal Holz. Hier bekomme ich dann 12-mal raus, weil die ein bisschen größer ist, die Palme. Das ist ja interessant. Und schon bin ich wieder ein bisschen weitergekommen in diesem Spiel. Aller Anfang ist ja bekanntlich schwer. Aber ich wollte das ja auch blind. Ich meine, ich hätte mich jetzt ja auch erstmal hier reinspielen können. Aber ich glaube, das ist dann mal für die Leute mal weniger lustig, wenn man dann zusieht, wie dann alles gleich so zurechtgebaut wird. Wobei mittlerweile sollte es auch langsam mal ein bisschen ernster werden, weil sonst habt ihr da wahrscheinlich nicht mehr lange Bock, euch das überhaupt anzugucken. Ja. Mann, das dauert immer alles so ewig lange hier. Bis man da mal so ein paar Sachen sich zusammengeholt hat. So. Meine Sticks. Wie ich es mir schon dachte, habe ich jetzt 12 Sticks da rausbekommen. Damit ist auch meine Tasche leider gefüllt. Kann man sich auch eine größere Tasche craften? Das wäre natürlich jetzt wesentlich interessant. So. Den erstmal da weggenommen. Ich glaube, ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt funktioniert, wenn ich jetzt mein Zeug hier so hinwerfe und sage, ich will noch eine Foundation bauen. Dann wird er mir jetzt bestimmt sagen, ich muss dann das Zeug erstmal vorher woanders hinpacken. Dass das hier auch alles so funktioniert. Okay, da muss man echt ein bisschen haushalten hier mit den ganzen Sachen, die man so hat.